Herzlich willkommen zu unserer zweiten Fußball-WM-Prognose und zwar zum heutigen Spitzenspiel zwischen Brasilien und Chile. Und auch das werden wir natürlich wieder in einer wunderbaren Prognose für euch darstellen. Heute mit Pro Evolution Soccer 2009. 2010er Version habe ich für die Konsolen nicht, sondern nur für die Wii-Konsolen. Auf der Xbox 360. Ich werde Chile spielen, einfach weil ich hoffe, dass die guten Jungs weiterkommen gegen Brasilien. Ich in den rot-weißen Trikots, Brasilien in blau, das ist schon okay. Konami-Stadion ist auch okay. 10 Minuten geht nicht in Ordnung. Wir müssen 5 Minuten spielen, weil wir wollen das ja in 10 Minuten Video unterbringen. Ball ist okay, bestätigen. Und Moment, hier habe ich einen Fehler gemacht. Nein, Tagesform, die soll schon sehr gut sein. Darauf sollen wir jetzt nicht anlegen lassen. Ich möchte übrigens nochmal freudig erwähnen, dass ich bei der letzten Prognose Deutschland-England mit meiner Differenz richtig lag. 3 Tore für Deutschland. Das ist doch wunderbar. Das hat mich sehr gefreut. Ich habe sehr gefeiert. Dazu aber in einem späteren Video ein wenig mehr. Ja, auch hier gilt wieder, das ist die 2009er Version. Das heißt, hier ist zum Beispiel bei Brasilien Ronaldinho dabei. Das stimmt natürlich so nicht. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe da keine Zeit jetzt für alles anzupassen. Los geht's, ich in Rot mit meinen Chilen. Heißt es Chilen? Sicherlich. So. Vidal, na der spielt zumindest jetzt auch bei der aktuellen WM auch mit. Immerhin etwas. So, anders als FIFA-WM auf der Wii wird es jetzt ein wenig taktischer zugehen und nicht ganz so schnell. Trotzdem muss ich mich eigentlich wieder konzentrieren. Ja, was bei FIFA klappt, klappt bei Pro Evolution Soccer natürlich nicht. Nämlich einfach mal draufhalten. Man sollte schon richtig zum Tor stehen. Und ich hoffe, ihr merkt es, jedes Prognosespiel ein anderes Fußballspiel. Denn wir wollen ja keinen Einheitsbrei haben wie andere. So. Und auch nur mit immer einem anderen Fußballspiel kann das Gaming Clerks Orakel wirklich funktionieren. Das kann ich euch jetzt nicht genau erklären, warum. Das ist so ein bisschen übernatürlicher Schnickschnack. Glaubt uns da einfach. Ihr wisst, wir sind toll. Ich habe schon gestern gesagt, wir sind toll, wir sind großartig, wir wissen alles. Ah! Und wir wissen auch, wie die Spiele ausgehen. So, zumindest von der Differenz. Ich bin übrigens, das habe ich auch schon gesagt, für Chile. Einfach, weil mir Brasilien bei der aktuellen WM überhaupt nicht gefällt. Ich weiß, die wollen nicht mehr diesen Zauberfußball spielen, beziehungsweise der Trainer will es nicht, aber nö. Ich gucke Brasilien-Spiele genau deswegen, weil ich Zauberfußball sehen will. Ja, ich sollte auch mehr auf die Karte achten unten. Tor zurück, Tor zurück. Oh, meine Abwehr steht ja noch einigermaßen. Vielleicht. Ja, das war schon die erste Halbzeit. Eieieiei. Spielstatistik, das wollen wir uns nochmal ansehen. Ein Schuss. Eieieiei. Nicht mal einen Schuss aufs Tor bekommen habe ich. Das sieht nicht gut aus, aber erwarten. Ich erwarte auch nicht, dass Chile heute besser spielt als Brasilien. Ich erwarte oder hoffe einfach nur, dass sie ein Tor machen. Es ist mir vollkommen egal, ob verdient oder nicht. Einfach ein Tor machen und dann von mir aus mauert. So egal. Ich glaube, anders kann eine kleinere Fußballnation auch schwer gegen eine größere gewinnen. Ich weiß, wir haben vor allem jetzt bei dieser WM viele Ausnahmen gesehen, aber ich glaube einfach jetzt im Achtelfinale langsam drehen die großen Mannschaften dann doch auf, wobei viele schon rausgeflogen sind. Und viele Favoriten hauen sich jetzt ja schon im Achtelfinale gegenseitig raus. Portugal, Spanien beispielsweise. Heieieiei. Tödlichen Pass. Die sind zu schnell. Wenn das nicht abseits war. Eingeben. Ablegen. Oh. Das war zumindest schön gemacht. Von mir, da muss ich mich ja mal selber loben. Flanke reingegeben, schön abgelegt und dann wollte ich Volley drauf schießen, aber da stand mir jemand im Weg. Versuchen wir es nochmal. Naja.
Oder auch nicht. Immerhin, immerhin, immerhin. So langsam kann ich das Spiel doch... Ah! Ich wollte gerade sagen, so langsam kann ich das Spiel ja doch in die gegnerische Hälfte verlagern, aber dann schon dieser Konteransatz. Und... Glück gehabt. Lauf, 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 lauf. Musst du doch kriegen, mein Junge. Das sieht nach Verlängerung aus. Ah, oder auch... Na, verdammt. Ja, gut. 0-0 über reguläre Spielzeit. Starten wir direkt die Verlängerung. Wir gehen nicht über los. Wir ziehen nicht 3000 Mark ein. Oder 1000 Mark, was auch immer. Das war aber auch gefährlich. Ah, zu spät den Spieler gewechselt. Oh shit! Oh! Gottes Willen! Das schon wieder an. Jetzt schwimme ich schon wieder. Nein, ganz mieser Pass, ganz mieser Pass. Ganz, ganz mieser Pass. Ah! Gott, haut ihn. Da, 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 da. Hoi, 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 hoi. Das ganze Klein-Klein-Gespiel, aber ich muss das, weil ich nur mal Laufduelle nicht gewinnen kann mit meinen Spielern. Ja, dann geht's ab zum Elfmeterschießen. So, 1-0. Auch hier zählt natürlich wieder die Tordifferenz. Jetzt rede ich mich mal schnell raus. Luis Fabiano, nein, verdammt. Okay, den setze ich mal oben rechts. So viel zu dem Thema oben rechts. Muss ich den Stick natürlich auch noch oben rechts drücken, aber Mitte war auch gut. Robinho. Ah, verdammt. Und links. Ja, wunderbar. So. So, gegen KK. Und links. Ah, verdammt. Oben links. Wunderbar. Diego unten rechts. Jawohl! Ja! Geht doch! So, und jetzt reinmachen das Ding. Oben links. Nein! Ach nö! Och, Mensch, da. Unten links. Ah. Meine Herren, da. Damit ist zumindest schon mal klar, unsere Prognose sagt ein Tordifferenz. Die Frage ist nur, für wen? Na, verdammte Axt. Mitte schießen, das ist so lame. Um links? Nein! Shit, fuck. Jawohl. Wunderbar, wunderbar. Vidal, der muss ihn reinmachen. Die knüppel ich einfach in die Mitte. Jawohl. Unten rechts. Nein. Unten links. Oh.
Ach, auch recht. Auch recht. Auch recht. Tor ist Tor. Juan. Unten links. Nein! Oh, das kann ja noch sehr lange so dauern. Oben links. Ah, fuck it! Lucio! Komm schon. Oben links. Nein! Das Gamingclerk.de Orakel sagt, die Chile verliert mit einer Tordifferenz von ein Türchen. Ach ja, was hilft's? Ja, wenn das Orakel so will, dann ist es so. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.